Ein 1500 Kilogramm schweres Auto fährt auf einer waagerechten Straße mit einer Geschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde. Wir vernachlässigen die Reibungen. Klein a, besitzt der Wagen ausreichenden Schwung, um die Spitze einer Steigung zu erreichen, die in einer Höhe von 50 Meter über dem Anfangsniveau liegt, ohne den Motor zu benutzen? Klein b, wenn ja, wie groß wäre die Geschwindigkeit am Ende der Steigung? Wir stellen uns die Situation so vor und die Angaben sind diese. Die Masse beträgt 1500 Kilogramm. Die Geschwindigkeit V1 in dieser Situation 1 beträgt 120 Kilometer pro Stunde. Das heißt 120.000 Meter pro 3600 Sekunden oder auch 100 Drittel Meter pro Sekunde. Diese Höhe, klein h, beträgt 50 Meter. In klein a wird die maximale Höhe gefragt, die das Auto auf dieser schiefen Ebene erreichen kann. Wir bezeichnen diese maximale Höhe mit h max und drücken sie in Meter aus. Um diese Höhe herauszufinden, nutzen wir das Energieerhaltungsprinzip, das besagt, dass die kinetische Energie in dieser Situation 1 gleich sein muss zur potenziellen Lageenergie in dieser Situation 2, wo das Auto die maximale Höhe erreicht. Durch diese zwei Formeln können wir diese zwei Energieformen ausdrücken und das ergibt diese Gleichung. Diese Gleichung können wir durch m teilen und so finden wir, dass die Höhe h max gleich ist zu v1 im Quadrat geteilt durch 2 mal g. Wir ersetzen v1 durch 100 Drittel und g durch 9,81. Und somit finden wir als maximale Höhe ungefähr 56,63 Meter. Da diese maximale Höhe streng größer ist als diese Höhe h, die ja 50 Meter beträgt, ist die Endantwort auf die Frage klein a ja. Wir stellen uns das so vor, die maximale Höhe, die das Auto in dieser Situation 2 erreicht, ist streng größer als diese Höhe h. In klein b wird die Geschwindigkeit vom Auto in dieser Situation 3 mit Höhe klein h gefragt. Wir suchen also die Geschwindigkeit v3, die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken. Und um diese herauszufinden, nutzen wir wieder das Energieerhaltungsprinzip, das besagt, dass die kinetische Energie in dieser Situation 1 gleich ist zur Summe der potenziellen Lageenergie in dieser Situation 3 mit der kinetischen Energie in dieser Situation 3. Durch diese zwei Formeln führt diese Gleichheit zu dieser Gleichung, Gleichung, die wir sofort durch m teilen können. Wenn man diese Gleichung beidseitig mit 2 multipliziert, so ergibt sich diese Gleichung, v1 Quadrat gleich 2 mal g mal h plus v3 Quadrat, und daraus schließen wir, dass die gesuchte Geschwindigkeit V3 gleich ist zu
Quadratwurzel von V1 Quadrat minus 2 mal G mal H. Wir ersetzen V1 durch 100 Drittel, G durch 9,81 und H durch 50. Und somit finden wir als gefragte Geschwindigkeit V3 ungefähr 11,41 Meter pro Sekunde.